Ishi Nishi. Ein Hörspiel von Günther Hesse. Sitz doch endlich still, Ishi Nishi. Ich bürste dir noch deine schönen Regenbogenfedern. Es kitzelt, Tinto. Das kann nicht sein. Und ob? Wenn der Federkiel in der Haut wackelt, kitzelt es. Nun sitz endlich still, Ishi Nishi. Ich werde dir ein Rätsel aufgeben, damit du still sitzt. Rätsel sind ganz leicht für mich. Ich löse jedes Rätsel. Das wollen wir doch erst mal sehen. Pass auf. Welches Haus kann laufen? Wer isst Kirschen, ohne sie zu kaufen? Was muss auf einem Beine stille stehen? Wer muss, ohne zu verschnaufen, immer, immer weitergehen? Na, was sagst du nun? Es sind 4 Rätsel. Ja, es sind 4. Das erste ist das Schneckenhaus. Richtig, gut geraten. Nicht geraten, das weiß man. Das dritte sind die Pilze. Auch richtig. Aber das zweite, du rätst es nicht. Das zweite sage ich nicht, weil es verboten ist, von ihnen zu sprechen. Weil du es nicht weißt, weil es du es verboten. Nicht weißt. Es ist verboten. Hier hört uns doch keiner. Die Stare essen Kirschen, ohne sie zu kaufen. Naja, Glück gehabt. Aber das letzte Rätsel kennst du bestimmt nicht. Es ist sehr schwer. Ach, das weiß doch jedes Kind. Rastlos weiter geht der Wind. Och, ich werde mir für dich ein Rätsel ausdenken, das du niemals rauskriegst. Warte nur. Tinto, beeil dich, Junge, beeil dich. Ich komme gleich, Vater. Hörst du, Ishi Nishi? Der Vater will zum Markt. Ich werde dir süße Mandeln mitbringen. Die Nachbarin wird auch auf dem Markt sein. Ihre süßen Mandeln sind die besten. Bitte, bürste noch die letzte Feder. Am liebsten würde ich dich mitnehmen. Die Leute würden staunen. Der König ist ein böser Mann. Sei vorsichtig, Tinto. Es ist sehr schade, dass ich dich immer verstecken muss. Alle sollten dich bewundern. Deine Regenbogenfedern und deinen Gesang. Tinto, ich fürchte, dass deine Zunge schneller ist als dein Kopf. Dein Nest in den alten Weiden findet niemand, Ishi Nishi. Halt dich nur still und schlaf ein wenig. Vater und ich sind bald zurück. Dann werde ich dir erzählen, was ich alles erlebt habe. Das wird bestimmt lustig. Tinto! Lass den Vater nicht länger warten, Tinto. Auf bald, Ishi Nishi. Ich komme, Vater! Ich komme! Ich komme! Hört ihr Leute, ein Befehl des Königs! Der Vater! Kommt, der Ausrufer! Liefert die schönsten Vögel für den Palast des Königs. Es gibt reichlichen Lohn für gute Vögel und hohe Strafen für den, der seine schönsten Vögel versteckt. Das ist Befehl. Hört ihr Leute, ein Befehl des Königs. Als ob er nicht schon alles hätte, was bunter als eine Graugans ist. Im Lande krächzen nur noch Krähen. Vogelnah ist er. Hört, Frau Nachbarin. Der König ist ein Ochse. Ja, was Hipse, ist Hopse, denn das? Tralala. Der König ist ein Vogelnah. Hört ihr das? Er hat's im Kopf zu wenig. Das ist unser König. Tinto! Ichse, Achse, ochs mich mal. Der König kommt ins Krähental. Schweig, Tinto! Mhm. Weißt du nicht, was du singst? Wirst du uns um Haus und Hof bringen? Es wimmelt von königlichen Lauschern und Zuträgern. Sie reißen die Männer von den Familien, die Söhne von den Müttern und Vätern. Ich würd's nicht überleben, mein Junge. Seit Mutters Tod habe ich nur noch dich auf dieser Welt. Im Palast des Königs sollen die herrlichsten Vögel der Welt ausgestellt sein. Welch eine Pracht. Ah, ich gebe mein Augenlicht, wenn ich sie einmal alle im Palast bewundern könnte. Was redet ihr da, Frau Nachbarin? So etwas. Als ob die Vögel nur für das Auge des Herrschers nur ihr Gefieder putzen. Als ob sie nur für seine Ohren singen. Eine Schande ist es, wenn eine Bäuerin so spricht. Wo es keine Vögel gibt, da macht sich das Ungeziefer breit. Da fallen Raupen über Baum und Strauch her. Da bohren sich Käfer in das Korn und Mahnen fressen die Früchte. Mit seiner Narrheit hat er allen nur geschadet. Der König bringt uns an den Bettelstab. Und ihr uns hinter Schloss und Riegel, Nachbar Quinto, wenn ihr so sprecht. Da rügt ihr euren Sohn und selber lasst ihr jede Vorsicht aus Acht. Den schönsten Vogel der Welt kennt der König zum Glück nicht. Er hat ihn bis heute nicht einmal gesehen. Stimmt's, Vater? Und seine goldenen Eier. Bengel, beiß dir auf die Zunge! Zu spät, Bauer. Polizei.
Ihr habt den Mächtigsten der Mächtigen beleidigt. Mitkommen. Aber das geht. Ihr seid gefangen. Mitkommen, also, Bauernback. Man wird auch noch jammern dürfen. Welchen Unglück. Halt Sie das Maul. Herr Gendarm, ihr habt euch nur verhört. Ich sprach über das Ungeziefer, das uns schadet. Lass mich gehen, habt ein Herz. Ich kann doch meinen Buben nicht verlassen. Wer den König beschimpft, wird eingesperrt. Helft, ihr Leute, helft! Helft, rettet den Vater! Auch so der Junge doch. Kommt mit. Das ist Aufruhr. Oh. Wache! Wache! Sperrt die Aufrührer ein! Oh, ihr Balsam meiner Augen. Ihr Lächeln meiner Träume, seid gegrüßt von eurem niedrigsten Diener, von dem ergebensten eurer Sklaven, von mir, dem Herrn des Landes und des Himmels darüber. Seid gepriesen vom Untertan eurer Töne und Bewunderer eurer Farbenfeuer. Majestät! Fort, aus meiner Nähe, fort! Eine Nachricht, Majestät! Nicht hier. Lauscht ihren Stimmen. Jawohl, Majestät. Ein Vogel fehlt euch. Was gibt es? Ein Bauer wurde gefangen. Na, darum stört ihr mich? Ich jage euch davon. Der Bauer hetzt die Leute auf, Majestät, wegen eurer Liebe zu den Vögeln. Und sein Sohn... Lasst ihn von den Krähen fressen. Sehr wohl, Majestät. Aber Tinto, der Sohn des Bauern, erzählt, dass ihr den schönsten Vogel der Welt nicht einmal gesehen hätte. Ach was. Von goldenen Eiern schwatzte dieser Bauernlümmel. Was? Ein Vogel, von dem ich nichts weiß? Wo ist er versteckt? Der Junge schweigt wie ein Stein. Auf die Folter mit ihm. Wir dachten, erst der Vater. Natürlich, erst der Vater. Dummkopf. Vater. Vater, lebst du noch? Bitte schau mich an. Das Pferd. Ich habe etwas Schreckliches getan. Aber ich musste es tun. Der König reitet es zu Schanden. Vater, wie redest du? Das Land bearbeitet der Bauer. Er ganz allein. Auch die Schergen und die Könige leben davon. Die Guten und die Bösen. Der Bauer ist ein guter Mensch. Vater, bitte sprich mit mir. Ich bin doch bei dir. Dein Sohn. Dein Tinto. Mein Sohn, ein guter Sohn. Ach, du fieberst, Vater. Oh, komm zu dir. Er? Oh, mein Junge. Wo warst du, Tinto? Wo war ich? Schlimmes ist geschehen, Vater. Aber ich tat es, um dich zu retten. Mich retten? Mein kleiner Tinto. Sind wir noch gefangen? Das Stroh ist faulig. Du, ich hab Ishinishi verraten. Deinen Freund Ishinishi? Das ist nicht recht. Ein Bauer ist ein guter Mensch, hast du selbst gesagt. Ein Freund ist ein Freund. Man wollte dich töten, Vater. Ich musste dich retten. Ishinishi wird es verstehen. Er ist auch dein Freund. Vielleicht kann er uns mit seinen Eiern sogar helfen. Auch darum hättest du ihn nicht verraten dürfen. Gib mir Wasser. Wasser. Ich habe kein Wasser. Wir sind doch eingesperrt. Aber der König hat versprochen, dass du freigelassen wirst. Er hat es fest versprochen. Das war der Preis für Ishinishi. Wo ist Ishinishi? Im Käfig. Und zum Glück muss ich ihn pflegen. Der König will es so. Da. Sie kommen schon und holen mich. Hört ihr, Leute? Ein Befehl des Königs. Der Wundervogel Ishinishi ist gefangen worden. Der schönste Vogel im Park des Palastes. Reichster Lohn und höchste Würde erwartet den, der Ishinishi zum Eierlegen bringt. Hört ihr, Leute? Höchster Lohn und reichste Würde. Befehl des Königs. Ey, Wirt, schenkt ein. Die Kehle trocknet aus.
vom Besten. Den Besten, den gibt's seit Jahren nicht mehr. Die Wurzeln der Weinstöcke sind angefressen, das Laub zernagt von den Raupen, die Beeren gestochen von ungezählten Insekten. Ja, bringt, was ihr habt. Durst ja. Bleibt Durst. Wo ist er denn gefangen worden, der Wundervogel? Bei Waldbauern. In einer knorrigen Weide hatte er sein Nest. Ein Vogel wie er wird dem König keine Freude bringen, wenn er gefangen ist. 3 Meter lange Schwanzfedern hat er. Eine schöner als die andere. Aber er kann sie nicht selbst putzen. Wen er mag, den frisst er aus der Hand. Sonst verweigert er sich jedem, auch wenn's ein König ist. Und da wird er bald aussehen wie eine Krähe in der Mauser. Schwarz nicht wird, bringt Wein. Bäuerin, ihr tut so gescheit. Wisst ihr nicht einen, der dem Vogel das Eierlegen abtrotzt? Ihr habt's gehört, Belohnung und Würde. Einer wird's wissen. Einer hat ihn großgezogen. Dem frisst er aus der Hand, erzählt man sich. Am liebsten mag der Vogel süße Mandeln. Was erzählt man? Unglück. Heraus mit der Sprache. Der Schalke. Auf dem Markt aufgeschnappt habe ich's. Ich soll euch wohl mitnehmen, Alte. Och, trinkt wie alle rechtschaffenden Menschen, Herr Gendarm. Ich hab das Weib fort. Verschwinde, Alte. Wie soll es weitergehen, Ishinishi? Es tut mir so leid, dass ich schuld an deiner Gefangenschaft bin. Nichts habe ich erreicht. Einen Pechvogel habe ich aus dir gemacht, weil ich nicht auf dich hörte. Sei nicht traurig. Hab Mut. Wir werden dem König etwas aufgeben, was schwerer ist als 4 Rätsel. Das Geheimnis deiner goldenen Eier kennt er auch schon. Tust du nicht alles, um deinem Vater zu helfen? Der König kommt. Tinto, was immer ich sagen werde, schweig und hab keine Angst. Ich finde eine Schwäche an ihm, die uns nützt. Schafft mir den Todesvogel aus den Ohren. Er wird Ishinishi ängstigen. Das Käuzchen ängstigt ihn nicht. Der Wald ist seine Heimat. Schweig, Bauernlümmel. Ich soll dich wohl wieder in den Kerker stecken. Verdunkle den Mond. Er wird Ishinishi blenden. Den Mond verdunkeln? Ja, könnt ihr denn das? Wie soll ich das machen? Wie dumm du bist. Hole Stangen und große bunte Tücher. Stell die Stangen auf und bau ein Dach. Wie soll ich ein Dach bauen, wenn ich zu dumm bin? Und wie soll ich bunte Tücher finden, wenn meine Augen nur den Vater im Kerker und Ishinishi im Käfig sehen? Ihr habt euer Wort gebrochen, das ist es. Wie wagst du mit mir zu reden? Dein Vater erhält Wasser und Brot. Er zahlt nicht dafür und er arbeitet nicht. Ihr habt mir für ihn die Freiheit versprochen. Und Ishinishi ist mein bester Freund. Könnt ihr das nicht verstehen? Habt ihr denn keinen Freund? Nicht einen? Armer Ishinishi, wie stumpf deine Federn geworden sind. Ich werde ihn bestrafen, diesen Bauernlümmel, der vorgibt, dein Freund zu sein. Ich bin sein Freund. Warum frisst er dann nicht? Warum sehen seine Federn aus wie der Schwanz einer räudigen Katze? Weil er lieber stirbt, als euer Gefangener zu sein. Wie mein Vater. Dein Vater ist kein Vogel. Versteht ihr denn nicht, was ein Bauernjunge versteht? Behaltet ihr Ishinishi im Käfig, wird er sterben. Ah, du kleiner Bauerngauner, willst deinen König überlisten? Ich soll ihn fliegen lassen, kaum dass ich ihn gefangen, bevor ich überhaupt ein goldenes Ei gesehen? So dumm ist kein König der Welt. Wollt ihr, Herr König, dass Ishinishi stirbt, noch bevor er ein goldenes Ei der blauen Wunder gelegt hat? Ein goldenes Ei der blauen Wunder? Oh, nun, Ishinishi, niemand auf der Welt hat es so gut wie du. Du wohnst im größten und kunstvollsten Stangenpalast unter den Sternen. Warum legst du kein Ei der blauen Wunder? Aus Trotz? Ja? Hab ich dir nicht alle Feste meines Hofes gewidmet? Ishinishi, warum reagiert dieser Vogel nicht auf meine Worte? Er hört nicht auf euch, Herr König. Er hört nur auf mich. Lasst ihn frei, dann wird er Eier legen. Ihr könntet doch mich für Ishinishi in den Käfig sperren. Er wird wiederkommen, wo immer ich bin. Nehmt mich als Pfand. Dich einsperren als Pfand für Ishinishi? Ja, öffnet den Käfig, Herr König. Sperrt mich ein und haltet euer Wort. Gebt meinen Vater frei. Nun gut. Hinein mit dir in den Käfig. Thank you.
So. Jetzt habe ich euch alle drei in meiner Hand. Ich will jetzt drei Wundereier für jeden von euch eins. Und so lange bleibt ihr drei gefangen. Jetzt könnt ihr zeigen, was euch eure Freundschaft wert ist. Höre, König. Unsere Freundschaft könnt ihr weder fangen noch zerstören. Aber eingesperrt vermag ich kein Ei zu legen. Hat der Bengel doch gelogen. Der Vogel spricht mit mir. Ihr habt uns überlistet. Darum spreche ich zu dir. Du hast die Wahl, König. Entweder du sperrst mich ein und du wartest bis ans Ende deiner Tage, oder du gibst mich frei. Du sollst das erste goldene Ei deines Lebens haben. Wunderbares wirst du erfahren. Es wird dein Geheimnis sein. Und bleiben. Mein Geheimnis? Welches Geheimnis? Ach so, naja, geheim ist geheim. Gut, ich versuch's. Ishinishi. Du bist frei. Flieg, wohin du willst. Dein Freund wird aber an deiner Stelle im Käfig bleiben. Ich nehme ihn als Pfand. Soll ich auch auf der Stange sitzen? Ja, sitz auf der Stange, bis dir Federn wachsen. In drei Nächten bringe ich das Ei. Na, endlich. Also gut, in drei Nächten sehe ich dich wieder. Höre, Tinto. Dem König werden drei Tage wie drei Jahre sein. Er wird wissen wollen, was es mit den goldenen Eiern auf sich hat. Neben der Eitelkeit spielt bei den Mächtigen die Neugier eine große Rolle. Rate ihm, das Ei zu essen. Was weiter geschieht, sage ich dir, wenn du schläfst und träumst. Es wird alles gut. Hab Geduld. Habe Mut. Lebe wohl, mein Freund. Ishinishi, komm wieder. Bald. Ishinishi. Bringt mir den Bauernsohn. Schnell, schnell. Den Käfig mit dem Jungen. Bringt ihn hurtig. Na, halt. Halt. Nicht den Käfig. Den Bauernjungen bringt. Keinen Käfig. Den Jungen bringt. Wird's bald. Herr König? Tritt näher. Und nun antworte auf meine Fragen. Du meinst, Ishinishi wird wirklich ein goldenes Ei legen? Ishinishi hält sein Wort. Warum steht ihr nicht zu dem euren, Herr König? Ist das königlich? Hüte deine Zunge, Bauernlümmel! Von eurer königlichen Zunge kam das Ehrenwort, dass ihr dem Vater seine Freiheit gebt. Ich habe nicht gesagt, wann es geschieht. Schluss damit! Ich will dich prüfen, auf Ehre und Gewissen. Wozu werden sie gut sein, die goldenen Eier von Ishinishi? Du bist sein Freund, antworte. Zum Essen. Ruhe! Ruhe! Sag mir es leise, damit es niemand hört. Wie wird es schmecken, das Ei? Wie goldene Eier schmecken? Eier? Süß? Oder pfeffrig? Oder sauer? Oder gar faulig? Bitter, Majestät. Ah ja? Ah ja? Treibst du deinen Spaß mit mir? Gebt ihm 10 Schläge auf den Mund! Mund halten, Scherge! Verschwindet! Majestät! Verschwindet alle! Es muss doch etwas Besonderes sein mit den Eiern der blauen Wunder. Was ist es? Gib mir einen Wink, einen klitzekleinen Wink. Ich hatte einen Traum, Herr König. Ja, schnell, sprich! Nur ein Traum. Ich hörte eine Stimme, eine zarte, leise Stimme. Ah, sprich doch schneller. Die Stimme sagte, dass ihr aus den Eierschalen erfahren werdet, wie ihr unter den Königen der Einzige werden könnt, den alle beneiden. Nicht nur wegen der paar Vögel. Wie ihr den Wohlstand eures Landes mehren und Weisheit und Ruhm erlangen könnt. Und wie ihr darum Anerkennung finden werdet in allen Landen dieser Erde. Wollt ihr ein großer König sein? Wohlstand, Weisheit. Ruhm, ein großer König. Aber warum dies mir? Hat Ishinishi nicht Grund, mir zu schaden? Ich habe ihn fangen lassen. Ihr habt auch meinen Vater und mich fangen lassen. Hilft Ishinishi euch, so hilft er uns.
Ihr werdet sehen, was Freundschaft wert ist. So. Meinst du, ich werde euch beide, dich und deinen Vater, auf die Probe stellen. Ich entlasse den Bauern aus dem Kerker. Er soll sich jedoch nicht aus unserer Nähe entfernen. Mag er die Blumen und Bäume pflegen. Und dich, Bauernbursche, ernenne ich sogar zu Ishinishis Botschafter. Ich bin sein Freund, das genügt. Keine Widerrede. Aber wehe dir, wenn du mich hintergangen hast. Ich vertraue meinem Freund Ishinishi. In der dritten Nacht wird er zurückkehren. Wir werden es ja sehen, Botschafter Ishinishi. Es ist die dritte Nacht. Ob Ishinishi kommen wird? Es ist sehr dunkel. Die Wolke wird am Mond vorüberziehen. Es rauscht. Hörst du? Ist er's? Das sind die Bäume. Hast du Angst, Botschafter? Vor Bäumen und Wolken braucht man sich nicht zu fürchten, Herr König. Da, jetzt kommt Ishinishi. Endlich. Endlich. Du bist tatsächlich gekommen, Ishinishi. Hast du das Ei? Habt ihr meinen Freund sehr gequält? Vater ist nicht mehr im Kerker und wie du siehst, laufe ich frei herum. Wir haben ihn zu deinem Botschafter ernannt, ihn gut gekleidet. Nun gut, König. Gehe hin zu deinem Thron. Auf deinem Purpurkissen wirst du ein goldenes Ei finden. Ein Ei? Ein goldenes Ei? Ein Ei? Ein Ei? Ein Ei? Ein Ei? Zerbrich es und iss es. Führe die Schalen an dein Ohr und lausche. Nur du kannst es verstehen. Wahre dein Geheimnis der blauen Wunde. Ich eile, ich eile, ich eile, ich eile. Pfui, Teufel. Das Ei schmeckt wirklich bitter. Still. Ich höre etwas. Musik. Was sind dagegen Trommeln und Fanfaren? So klingt es bei den Sternen. Ich will alle goldenen Eier dieser Welt. Gebieter, König der Könige, Mächtiger der Mächtigen, höre, was ich dir zu sagen habe. Alle Welt wird deine Weisheit preisen, wenn du alle gefangenen Vögel freilässt. Öffne die Käfige und verbrenne die vergitterten Gefängnisse. Der Rauch wird mir ein Zeichen sein, dass du mich verstanden hast. Was ist, Majestät? Ihr werdet so blass. Hast du gelauscht? Oh, ihr Strolche! Auf den Müll mit den Schalen. Majestät! Kann ich helfen? Du hast nichts gehört. Nein? Nein. Gut so. Staatsgeheimnis. Alle Welt wird meine Weisheit preisen. Alle Welt. Meine Weisheit. Meine Weisheit. Hört ihr, Leute? Leute, hört! Brenzlig. Brennt der Palast? Befehl des Dicker Königs. Schwarzer Rauch liegt über dem Park des Palastes. Leute! Es soll das Holz der Vogelkäfige sein, hört, das da so brennt. Hört doch, Leute! Bei Strafe an Leib und Leben. Ab heute ist verboten, Vögel zu fangen und in Gefangenschaft zu halten. Hört nur, Bäuerin. Den Bauern wird wieder gestattet, Federvieh aufzuziehen und zu verkaufen. Nein! Befehl des Königs, Freiheit den Vögeln unter dem Himmel des Landes. Befehl des Königs. Bäuerin, seht doch, so viele Vögel, die schönen Farben. Es wird einem leicht und froh ums Herz. Jetzt werde ich euch frische Eier bringen. Und aus eurer Küche wird der Duft knuspriger Braten wehen. Jeder Mensch mit Gefühl und Herz wird sich auf ewig und mit Schrecken der Zeit erinnern, da die Lüfte schwiegen.
Preist ihr den König, Herr Wirt? Ja, wenn er nicht wieder ruft. Ich lobe meinen Nachbarn und seinen Sohn. Ich hab da einiges gehört. Nicht so laut. Habt ihr die Bäuerin und auch den Schankwirt hergeleitet, Scherge? Wie ich es immer tue und treu zu Diensten, meine Majestät. Hier ist das Weib. In Stricken, Majestät, gefesselt. Welch eine Schande. Nehmt ihr die Stricke ab, Scherge? Jawohl, sofort, mein König. Zeigt her die zarten Händchen, alte Gurkenmummel. Zum Schaden noch den Spott. Das habe ich nicht verdient, Herr König. Schwatzt nicht, Bauersfrau, ihr seid nicht auf dem Markt. Ich will von euch nur wissen, wie es geht im Tal. Wird befolgt, was ich verkünden ließ? Wie geht der Handel mit den Hühnern? Seid ehrlich und gehorsam. Nun ja, es lebt sich wieder, leidlich. Es ist für alle Hände viel zu tun, im Feld, im Dorf. Im Gasthaus drängen sich die Leute. Es hat sich schnell herumgesprochen, dass Vogelsang nun wieder uns erfreut. Die Fremden preisen euch als klugen Mann. Wie wahr, wie wahr. Es lebe unser König. Bringt jetzt den Wirt. Er spart mir aber seine Ketten verdammt und aufgeknüpft. Sagt auch der Tinto möge kommen. Jawohl, mein König. Hier ist er schon, der Wirt. O Mächtiger der Mächtigen, welche Gnade für mein Leben euch zu schauen, welche Sorge für mein Haus. Segen und Qual, wie innig sind sie verbunden. Manch Paar hält nicht so fest zusammen wie euer Wohltun und mein Unvermögen. Du redest wirr. Dann wäre ich nicht Gastwirt, Majestät. Die Bauersfrau kann es bezeugen. Sie selbst und ihresgleichen, egal ob Mann, ob Weib, sie schaffen mir zu wenig für meine Küche, für den Keller. Ich habe zu viele Gäste, zu viele Fremde. Was? Jawohl, zu viel. Doch Unrecht ist, dass ich sie nicht bewirten kann. Hä? Ich habe nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja, wenn jeder, der ein Feld besaß, es auch bestellen würde, könnte es gehen. Ich sage es nur, weil ihr an meinem Geiste zweifelt. Sprecht, sprecht. Es ist auch wiederum ganz gut so, wie es ist. Das Handwerk kann nicht alles schaffen, was man jetzt von ihm verlangt. Schuster, Schneider, Bäcker, Schmiede, von allem viel zu wenig. Manch Werkstatt steht seit Jahren leer. Frag die Schergen, warum man Meister und Gesellen vom Tagewerk fortholt. Man sagt, es war nicht ihre Schuld. Ich schwöre es bei euch und eurer Mutter. Wir sind nicht schuld. Genug. Verzeih. Ja, geht jetzt nach Haus. Ein König ist auch nur ein König. Geht. Botschafter Tinto. Majestät, ihr seid müde? Ach, du sagst es. Was gäbe ich dafür, könnte ich noch einmal diese goldenen Schalen nehmen und ihren Klängen lauschen. Ob Ishinishi mir noch mal ein Ei... Wenn du ihn für mich bittest, Tinto, es ist mir sehr viel wert. Dann bitte ich noch einmal für den Vater. Schickt ihn auf sein Feld. Wenn für euch schon ein Ei so wertvoll ist, dann müsst ihr doch seine Sehnsucht nach dem Land verstehen. Bitte. Aha, daher weht der Wind. Na gut, ein Bauer. Sag ihm, er soll sich nicht mehr blicken lassen. Ich verlasse mich auf dich. Ich will das zweite Ei. Ishinishi soll kommen, so schnell ihn seine Flügel tragen. Na gut, ich bitte Ishinishi. Es ist ein Kreuz mit diesem Wundervogel. Er zwingt mich, das zu tun, was mir nicht passt. Ach was, ein Bauer, nichts verloren. Gewonnen wird der große blaue Zauber eines Eis, dessen Geheimnis nur mir bekannt. Es soll nur mir gehören. Mit niemand will ich teilen. Himmlisch. Sternig. Ein wunderbares Ei. Gebieter. König der Könige. Mächtiger der Mächtigen, ich bringe Botschaft dir von Ishinishi. In deinen Kerkern schmachten Bauern, Hirten und Viehhändler, Bäcker, Schmiede, Schuster und viele andere, die
die nur wegen übler Nachrede und durch die Willkür deiner Schergen in die Verliese geraten sind. So sie nicht des Totschlags und des Mordes schuldig sind, gib ihnen die Freiheit. Dein Land braucht sie. Du wirst den Reichtum mehren. Verbrenne ihre Schuldbücher. Der Rauch wird mir ein Zeichen sein, dass du mich verstanden hast. Nie und nimmer, Diebsgesindel und Strolchenpack. Verflucht sei Ishinishi. Vorsicht, Majestät. Es soll doch ein Geheimnis sein. Ihr sprecht wie eine Pauke. Könnt ihr denn nicht leise denken? Lass mich in Ruhe, Tinto. Ich brauche Ruhe, um zu prüfen, ob dieser Rat nicht eine Hinterlist enthält. Seht nur diese vielen Menschen, Herr Wirt. Ja. Mancher saß im Winter noch im stickigen Verlies. Jetzt treiben sie das Vieh zu Markte. Ach, braucht ihr Enten, Wirt, für eure Küche? Junge, zarte Enten oder kräftig derbe Suppenhühner? Von mir dürft ihr sie kaufen. Naja, ich werde... Schaut nur, wie sich die Steuereintreiber die Hände reiben. Ja, ja, ja. Von jedem, der das Tor passiert, verlangen sie viel Geld. Wer nicht zahlt, muss gehen. Ja, der König will auch leben. Und üppig. Ja, ja, ihr sagt es. Ihm geht's am besten. Ach, da jammert ihr schon wieder. Was seid ihr für ein Mensch? Die Bäcker pfeifen bei der Arbeit. Die Webstühle klappern wie die Schuhe junger Mädchen. Die Hämmer der Schmiede klingen wie die Glocken. Ihr aber stöhnt und seid ein Neider. Gut, Bäuerin. Ich werde Musikanten bestellen, damit die Köche in der Küche schneller schwitzen. Ja. Bauer Quinto. Der König hat ihn gehen lassen. Es wurde Zeit. Ich grüße euch, liebe Nachbarin. Gleichfalls. Dem Wirt wünsche ich ein volles Haus. Oh, das ist schon übervoll. Ich weiß nicht mehr, wohin mit all den Gästen. Ihr solltet bauen. Platz habt ihr doch genug. Es gibt eh schon nicht genügend Handwerker. Herr Wirt, es gibt sie schon. Man weiß ja, wie die Schergen sind. Doch immer stehen sie herum und horchen auf jedes Wort. Und schnell wird man gepackt und eingesperrt. Der König müsste es wissen. Sagt es ihm doch. Er kennt euch ebenso wie mich. Und ihr habt im Reden Übung. Was denn ihr meint? Warum denn nicht? Na, kommt mit. Ich schenke euch dafür ein. Auf meine Rechnung. Ihr habt mich rufen lassen? Obwohl ihr mich verflucht? Verzeiht mir, Ishinishi. Fast schäme ich mich. Ihr macht Fortschritte. Der Sorgen sind zu viele. Die Leute kommen her in hellen Scharen. Ein jeder hat Wünsche und Probleme. Ja, muss ein König sich um alles kümmern? Um alles in der Welt? Ich brauche Ruhe und Musik. Ein König ist auch nur ein König. Ich weiß um eure Sorgen. Geht hin zu eurem Thron. Ihr werdet etwas finden. Doch rate ich euch, verlangt von mir nicht allzu viel. Und eines noch. Ein Ehrenwort gilt auch für Könige. Den Bauern meint ihr? Er ist schon fort. Der Junge bleibt. Ich brauche ihn. Und ich verbitte mir... Ja? Ich werd's mir überlegen. Nun geht. Und unterlasst das Fluchen. Ich danke, Ishinishi. Ihr dankt. Ich habe es gehört. Wenn ich nicht wüsste, wie es dazu kam, ich selber glaubte an ein Wunder. Lebt wohl. Lebt wohl. Gebieter, König der Könige, Mächtiger der Mächtigen, hör zu, was ich dir zu sagen habe. Alle Welt wird dich den Klügsten der Klugen nennen, wenn du auch alle gefangenen Steinschläger und Maurer, Zimmerleute und Dachdecker, Brunnenbohrer und Metallgießer in Freiheit setzt, sofern sie nicht des Mordes und des Totschlags schuldig sind. Der Wohlstand wird dir viele Freunde schaffen. Mach aus den Gefängnissen Werkstätten und verbrenne alle Urteile. Der Rauch wird mir ein Zeichen sein, dass du mich verstanden hast. Nein, dann sind ja meine Kerker bald leer.
Dieser Wundervogel wird mich noch ins Chaos stürzen. Und was mache ich mit den Dieben, Landstreichern, Faulpelzen? Wer soll das alles prüfen? Ich wüsste schon einen Rat, Herr König. Ja, so rat mir, Tinto. Lasst Unbescholtene zu Richtern wählen, an jedem Ort. Nein, Tinto, das geht nun doch zu weit. Bin ich der Herrscher hier oder du? Oder ich? Obwohl, ich möchte Ruhe haben. Ich werde mir es überlegen. Hört ihr, Leute? Leute, hört! Ein Befehl des Königs! Mit dem heutigen Sonnenuntergang sind jegliches Weib und jeglicher Mann frei, sofern sie nicht des Totschlags und des Mordes schuldig sind. Jeder, der in Freiheit entlassen ist, wird ermahnt, mit Geschick und Fleiß den Tag zu nutzen und seinem Gewerke nachzugehen. Hört ihr, Leute? Das ist ein Befehl des allergnädigsten Königs. Wie brennen die Urteile, Tinto? Gibt es genügend Rauch? Ich will, dass Ishinishi mein Zeichen überall sieht. Oh, die Musik des goldenen Eis, wie himmlisch, sternig. Es klingt nach. Ich fühle mich so durchsichtig und leicht. Das ist ein gutes Zeichen. Ishinishi wird sich freuen. Was soll denn das? Majestät, schon wieder eine Abordnung. So anstrengend. Das muss anders werden. Ja, bitte. Bitte. Majestät, die sogenannte Abordnung der unteren Stände erscheint vor eurem Angesicht wegen einer Klage gegen die Steuereintreiber. Die Abordnung äußert die Bitte an eure Majestät, eine Frage richten zu dürfen. Ich frage. Ist die Abordnung gegen die Steuer? Nein, hoher Herr. So wie die Vögel nicht säen und dennoch ernten, so soll auch die Obrigkeit ihren Teil erhalten. Aber ebenso wie die Vögel nur ernten, um am Leben zu bleiben und um ihre Brut aufzuziehen, ebenso soll der Teil für die Obrigkeit beschaffen sein. Ihr meint, wir sollten Körner fressen? Nein, hoher Herr, der Vögel gibt es viele. Die einen nähren sich vom Korn, die anderen von Beeren, die dritten von den Würmern. Die vierten jagen Mäuse, die fünften Wild und manche fangen Fische. So sollt ihr mich verstehen. Von jedem und an jedem soll die Obrigkeit teilhaftig werden. Genug, genug. Führt eure Klage. Die Steuereinnehmer nehmen mehr denn je und geben euch wie ehedem. So kommt's, dass sie die Reichsten sind im Lande und maßlos werden. Mir bricht der Kopf vom vielen Denken. Was wollt ihr nun von mir? Rat, hoher Herr. Gibt's Zeugen? Der Bauer spricht die Wahrheit. Er sagt, wie es ist. Schweigt. Bevor wir unser hohes Urteil fällen, will ich euch fragen, aber keine Ausflüchte. Was würdet ihr denn tun, wenn ihr der König wärt? Na, Bauer? Diese Stunde kommt so schnell nicht wieder. Wenn es erlaubt ist, hoher Herr. Ich würde alle Steuereintreiber, vor allem Volk, von denen prüfen lassen, die sie gerupft und übers Ohr gehauen haben. Ist ihre Schuld erwiesen, so würde ich sie scheren lassen bis auf den Krallenkopf. Die Haare ließe ich auf dem Markt verbrennen. Welch ein Gestank! Ach, nicht lange, hoher Herr. Die Haare wachsen nach bei dem, der ehrlich werden will. Nun gut, es sei so, wie ihr es gesagt. Zum Schluss noch ein Gesetz aus meinem Munde. Wenn sich der Rauch verzogen hat, so rüste man zu einem Fest, das wir den Vögeln weihen wollen. Und
Jedes Jahr zum gleichen Tag wollen wir das Fest noch einmal feiern. Nun geht und achtet auf die Sitten. Hey, Wirt, schenkt ein, wir wollen feiern. Die neue Ernte ist sehr gut geraten. So, dann trinkt nur tüchtig auf dem Bauernfleiß. So, Nachbarin, stoßen wir an. Gern, Bauer. Auf die Gesundheit. Oh, wir sind gut ausgekommen miteinander. Unsere Häuser stehen dicht bei dicht. Felder und Garten sind nur durch einen Stein getrennt. Mögt ihr auf meinen Jungen? Welche Frage? Auf den jungen Bauer. Er hat sich gut gehalten. Nun, wie man's nimmt. Doch ihr habt recht, er hat gelernt fürs Leben. Mit seines Wundervogels Hilfe. Na, in Ishinishi ist der Geist des Volkes sein Ernst und auch sein Witz. Drum habe ich Ishinishi auch seinen jungen Händen anvertraut. Er sollte lernen, seinen Freund zu pflegen, auf seinen Rat zu hören und in Gefahr ihm beizustehen. Das hat er auch getan. Ja, ja, so wie ihr es wisst. Es gab auch Stunden, da sah es nicht sehr heiter aus. Oh, nur grübelt nicht, Bauer. Seid fröhlich. Nun gut, wollen wir tanzen? Ja. Wie wär's mit euch, Frau Nachbarin? Gern. Schon lange warte ich drauf. Oh, hab ich nicht gewusst. Ihr wisst halt auch nicht alles. Sehr wahr. Was meintet ihr mit dem Stein? Mich stört er schon geraume Zeit. So, meint ihr, Nachbarin? Wollt ihr nicht Lisa zu mir sagen? Nachbarin Lisa? Nicht Nachbarin. Ein alter Esel lernt nur schwer. Hey, Leute, macht Platz. Der Bauer Quinto braucht Platz zum Tanzen mit Lisa, seiner Nachbarin. Oh, welcher Glanz in meiner dunklen Schenke. Hört doch mal auf. Tinto und der Wundervogel Ishinishi. Lass sie am Fenster sitzen, dass wir des Vogels Federn besser sehen. Das ist also Ishinishi? Ja, ja, ja. So, hier sind Mandeln und für den Jungen einen Most. So. Wo kommt ihr denn her? Wo wart ihr? Man sieht's euch an, dass ihr sehr Lustiges erlebt habt. Tinto, erzähle! Steig auf den Tisch! Wir sehen dich dann besser! Helft ihm, Freunde! Also, ihr wisst... Ja! So. Ihr wisst doch, dass wir den goldenen Eiern mit den blauen Wundern von Ishinishi viel verdanken. Na, und weil nun vieles anders ist, als es mal war, da dachten wir, mein Freund und ich, wir gehen noch mal hin zum König und machen ein Geschenk. Der König war sehr überrascht. Ich hielt den Korb und darin war das Geschenk. Was war drin? Welches Geschenk? Spann uns nicht auf die Folter. Ich verneigte mich vor unserer lieben Majestät und reichte ihm den Korb. Er nahm ihn und... Na, schneller, Tinto. Er nahm den Korb, öffnete den Deckel und erschrak. Er nahm den Korb und erschrak? Warum denn? Der Korb fiel zu Boden. Sie kullerten heraus. Und der König schrie und lief davon. Sie kullerten 12 goldene Eier. 12 goldene Eier. Und warum schrie der König denn? Er lief davon und schrie, oh nein, 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 goldene Eier, um Himmels Willen, nur kein Ei mehr. Geht hin in Frieden und bringt nie wieder goldene Eier. Was wurde mit den Eiern? Ja, ja, was ist aus den Eiern geworden? Was aus Eiern wird, wenn sie aus einem Korb fallen? Sie sind zerbrochen. Ja. Ich bin auf ihnen ausgerutscht und habe jetzt den Hintern voller blauer Flecke. Die goldenen Eier der blauen Wunder. Lang lebe Ishinishi! Hoch Ishinishi! Hoch Ishinishi! Wir brachten das Hörspiel Der Wundervogel Ishinishi von Günter Hesse mit der Musik von Uwe Schreiber. Dramaturgie Renate Achterberg. Es spielten Kai Glessel, Merilo Pohlmann, Eva Meyer, Werner Godemann, Wolfgang Sorgel, Fred Arthur Geppert, Jan-Franz Krüger und Erich Gieser.
Schnitt Ursula Perkun, Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Renate Gördes. Regie Annegret Berger.